Peter! Das gibt's doch nicht! Was ist denn? Hoch! 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 Darf doch nicht wahr sein. Der schläft am helllichten Tage. Ah, Tante Elli. Peter, du musst mir helfen. Ja. Ich kann das nicht lesen. Seit wann kannst du nicht lesen? Seitdem ich mich auf meine Brille gesetzt habe. Ja, ja, das ist ein Kaufvertrag über Bücher. Es geht um das Kleingedruckte. Ich kann das Kleingedruckte nicht lesen. Das Kleingedruckte, ja. Ja, ich habe da auch ein Problem, weil ich kann es auch nicht so besonders gut lesen. Nee, ich kann es eigentlich überhaupt nicht lesen, ohne Brille. Dann setz sie doch auf. Ja, das ist ja das Problem. Sie ist nämlich weg. Ich habe sie vorhin hier auf den Tisch gelegt. Und jetzt? Weg. Ja, und jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe überall gesucht. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Wir gehen raus auf die Straße. Um die Zeit, ja, kommen die Kinder immer aus der Schule. Die haben noch gute Augen. Die könnten uns das vorlesen. Ne? Wir können doch nicht einfach ein wildfremdes Kind. Ja, natürlich, komm, das geht schon. Ja, 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 so habe ich mir das gedacht. Niemand da. Nur nicht nervös werden. Die kommen schon noch. Aber sag mal, was ist dir denn daran so wichtig? Peter, ich glaube, ich bin reingelegt worden. Was? Sieh mal, dieses 24-bändige Lexikon, das habe ich bestellt. Ja, zum Lesen. Ja, zum Lesen auch, aber weißt du eigentlich mehr so zum Nachschlagen, nicht? Man blättert doch gerne mal dieses und jenes nach, so fürs Kreuzworträtsel, aber... Ehrlich gesagt, Peter, hier diese Werbegeschenke, die haben mir es angetan. Sieh doch mal hier die Damenfunkuhr. Ist die nicht süß? Werbegeschenke? Ach, du meinst, du hast das Lexikon nur wegen der Werbegeschenke gekauft? Ja, wer das Lexikon bestellt, der kriegt ein Werbegeschenk gratis. Ja, und warum fühlst du dich dann betrogen? Ja, die haben mir heute das Lexikon geschickt, das heißt den ersten Band. Die anderen Bände kommen dann Monat für Monat. Ja, und? Na ja, von meiner Damenfunkuhr keine Spur. Ich habe sofort angerufen und denen Dampf gemacht. Weißt du, was die gesagt haben? Es wäre schon alles richtig so und ich sollte mir meinen Vertrag mal genau durchlesen. Ah, da kommt schon jemand. Hallo. Wie heißt du denn? Anna, wieso? Ja, Anna, wir haben da ein kleines Problem, meine Tante und ich. Kannst du lesen? Na klar. Prima. Dann lies doch das mal hier. Hier. Das können wir nämlich nicht mehr lesen. Zu klein gedruckt. Na gut, dann will ich mal. Alles? Ja, bitte. Gratulation, Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Sie sind der stolze Besitzer. Nee, der nächste Absatz. Vertragliche Bedingungen? Ja, genau. Erstens, mit der Unterschrift unter den Vertrag verpflichtet sich der Käufer zum Kauf des vollständigen Kompendiums. Weiter. Was? Ganz unten. Da? Ja. Drittens, Anspruch auf das Werbegeschenk hat der Werbende nur, insofern er nicht identisch mit dem Käufer ist, sondern eine von ihm unabhängige juristische Person zum Kauf der Ware veranlasst hat. Was? Au! Du tu doch dem Kind nicht weh. Die sind wohl verrückt geworden. Weißt du, was das heißt? Na ja, auf gut Deutsch, du darfst dich nicht selber werben. So, das lasse ich mir nicht gefallen. Na, die sollen mich kennenlernen. Warte! Darf ich jetzt gehen? Ja, klar. Einen schönen Dank auch. Weißt du, du hättest das Kleingedruckte lesen sollen, als deine Brille noch heil war. Wie oberschlau. Ja, ne? Und damit mir das nicht passiert, gehe ich jetzt zum Optiker. Weißt du, wohin ich gehe? Zum Rechtsanwalt. So, das linke Auge ist jetzt fertig. Dann gucken wir uns noch mal das rechte an. Mhm. Können Sie dort etwas erkennen? Alles verschwommen. Dann werde ich Ihnen mal ein bisschen helfen. Immer noch sehr unscharf. Immer noch nicht so? Ja, das ist besser. D? Jawohl. So, können Sie das jetzt erkennen? Nee, gar nichts. Alles verschwommen. Gut, dann gehen wir noch mal auf etwas größere Buchstaben. Die kann ich jetzt lesen. P-C-O-F-G. Gut. Wird das denn so noch besser oder wird es jetzt nur kleiner und schwärzer? Das ist besser. Ja, jetzt kann ich die auch lesen. B-C-H-E-F-G-C-8-4. Prima. Na, wie sieht's denn aus? Oh, hat sich ja gar nicht verändert in den letzten 2 Jahren. Mhm, schön. Ach, darf ich mal?
klar, dafür ist ja da. So also sieht mein Auge aus. Aber wie funktioniert's eigentlich? Naja, klar, in der Mitte, das schwarze Loch, das ist die Pupille. Dahindurch sehe ich ja wohl. Und drumherum, das Bunte, das ist die Iris. Damit kein Staub reinfällt, gibt's davor so eine Art Deckel, die Hornhaut. Die ist natürlich durchsichtig, deshalb sieht man sie nicht. Die Iris, dieser Ring um die Pupille herum, heißt übrigens auch Regenbogenhaut, weil sie so schöne Farben haben kann. Im Süden, wo die Sonne heller strahlt, haben die Leute meist dunkle Augen, braune Augen. Im Norden eher hellere, blaue zum Beispiel. Das Wichtigste aber, die Iris ist eigentlich ein Muskel und funktioniert wie die Blende beim Fotoapparat. Wenn es dunkel ist, wird das Loch größer und das Auge kriegt mehr Licht und man sieht mehr. Bei sehr hellem Licht macht die Blende dicht. Die Pupille wird kleiner und lässt weniger Licht rein. Bei zu viel Licht allerdings wird gänzlich zugemacht. Sehr praktisch. Ja, was passiert aber eigentlich, wenn das Auge zum Beispiel mich sieht? Na, gucken wir doch mal rein. Da ist hinter der Iris eine Linse, wie im Fotoapparat. Die kann scharf stellen, auch wie im Fotoapparat. Wenn ich nahe dran bin, macht sie sich dick und das Auge sieht mich scharf. Bin ich weiter weg, macht sie sich schmal. Ja, perfekter Autofokus. Sie stellt mich wieder scharf, aber worauf eigentlich? Hinten im Auge ist doch kein Film. Da ist nur die Rückwand sozusagen. Auf die werde ich projiziert. Ja, wie im Kino auf eine Leinwand. Aber Moment mal, ich bin da irgendwie verkehrt rum abgebildet. Und jetzt werde ich auch noch in lauter Bildpunkte zerlegt. Wie im Computer. Ah, jetzt geht mir ein Licht auf. Diese Augenrückwand besteht aus lauter winzigen Sehzellen sozusagen. Die zerlegen das Bild von mir in lauter kleine Punkte. Und schicken dann die Information weiter ans Gehirn. Ja, da entsteht dann auf geheimnisvolle Weise ein Bild von mir. Sogar richtig rum. Toll, ne? Es gibt aber auch Probleme beim Sehen. Ich zum Beispiel brauche eine Brille, denn ich bin kurzsichtig. Meine Hand kann ich prima sehen, scharf und alles. Ja, aber der Baum da hinten, der hapert total unscharf. Warum? Na, weil der Kinovorführer in meinem Auge das Bild nicht richtig scharf stellen kann. Auf der Leinwand hinten kommt es nur verschwommen an, weil die Rückwand des Auges zu weit weg ist. Ja, beschweren hilft da nicht. Da braucht man eine Brille. Ja, einfach eine Linse, die meine Linse korrigiert. Jetzt kommt das Bild da an, wo es hin soll, exakt auf die Rückwand des Auges und ich kann den Baum dann wieder scharf sehen. Ja, so muss es sein. Mein Großvater Erich dagegen sieht ohne Brille seine eigene Hand so. Er ist weitsichtig. Sein Filmvorführer im Auge stellt das Bild hinter der Rückwand scharf. Na, kein Problem, er nimmt eine Brille und schon sieht er wieder korrekt. Was man alles machen kann mit zwei Gläsern und ein bisschen Draht, ne? Oder Plastik. Und das Irre ist ja, jede Brille macht aus einem Menschen einen anderen Typen. Ne? Ja, Professor Lustig. Hm? Was haben wir noch? Hm? Ach, das ist mein Großvater Erich. Ja. Mein lieber Schwan, wie meine amerikanische Tante. Ja, was haben wir denn da? Ach, die kleinste Brille der Welt. Eine Kontaktlinse. Pappt man sich direkt aufs Auge. Fast unsichtbar, ne? So, jetzt müsste doch langsam meine Brille fertig sein. So, Ihre Brille ist fertig. Ah, großartig. Ja. Probieren Sie mal. Ja, passt. Danke. Wunderbar. Endlich kann ich wieder richtig sehen. Vor allen Dingen scharf. Ja. Was sagen Sie, sind das womöglich alles alte... Alte Brillengläser, die wir ausgetauscht haben. Ah, die könnte ich gut gebrauchen zum Basteln.
Könnte ich mir da vielleicht ein paar von... Ne? Sie können alle mitnehmen, wenn Sie möchten. Ja? Danke. Herrlich. So viel verschiedene geschliffene Linsen und Gläser. Ja, aber angefangen hat ja eigentlich alles mit einem Kristall. Mit einem geschliffenen Halbedelstein. Der half zum Beispiel den Mönchen früher beim Bibellesen. Sie mussten sich nicht mehr die Augen verderben. Dieser Kristall war ein Beryl. Und deshalb nannte man all die Sehhilfen, die man sich später vors Auge klemmte, Brillen. Was gab's da für seltsame Modelle? Einige musste man allerdings in der Hand halten. Schon der alte Galilei aber wusste, dass man mit Glaslinsen noch mehr machen kann. Durch so ein Fernrohr guckte er in den Nachthimmel. Dabei hat es ihn nicht gestört, dass er mit diesem einfachen Modell alles verkehrt rumsah. Bei Sternen macht das ja nichts. Und auch die modernen Astronomen sehen heute noch alles auf dem Kopf. Das aber wesentlich bequemer. Heute sitzen sie unter riesigen Kuppeln, drücken auf einen Knopf und schon öffnet sich ein Fenster zum Weltraum. Ja. Und dann sehen sie den Mond. Ja, Moment mal, so sehe ich ihn ja auch. Da muss doch, schließlich guckt man doch durch sowas hindurch. Ja, das ist schon besser. Jetzt kann ich auf dem Mond spazieren gehen. Es gibt aber auch noch so viele andere Sehhilfen. Ne? Ich kann auch sozusagen auf einer Fliege spazieren gehen. Mit einem Mikroskop. Ja? Das sind Fliegenaugen. Unter einem Objektiv für 2000-fache Vergrößerung. Das hier sind auch Objektive, aber für eine Kamera. Und dieser Kameramann hier hat ein ganz bestimmtes vorne drin, ein super Weitwinkel. Damit sieht er fast alles um sich herum, aber nichts Genaues weiter hinten. Also nimmt er sich eine andere Linse. Aha, da sind Leute. Aber was machen die da? Ein anderes Objektiv ran und, ja, näher ran. Ja, malen die oder was? Na, jetzt nimmt er das Teleobjektiv und, ja, sie malen. Und jetzt sieht er mich, wie ich aus dem Bauwagen komme. Na, das war doch ein Fang beim Optiker. So viele schöne Linsen zum Basteln, ne? Ja. Moment mal. Ich hab doch hier auf den Tisch meine Brille gelegt. Meine neue Brille. Ist weg. Hat doch eben noch da gelegen. Na, sowas. Naja. Wird schon wieder auftauchen. In der Zwischenzeit muss man sich eben was anderes einfallen lassen. Zum Beispiel das. Na, dann wollen wir mal sehen. Brillengläser. Der kurzsichtige und weitsichtige. Die weitsichtigen übrigens. Die erkennt man ja daran, dass sie so große Augen haben hinter den Brillengläsern. Die weitsichtigen brauchen solche Linsen. Dickbäuchige. Ne? Konvex, sagt man auch. Das sind eigentlich Lupen. Ne? Mal sehen. Ja, ne? Die Briefmarke wird größer. Die Kurzsichtigen, ich bin ja auch so einer, die brauchen ganz andere Gläser. Die haben sowas hier. Konkav, sagt man auch. Die sind sozusagen auf Taille geschliffen. Da geht es so rein. Nicht? Und die vergrößern nun gar nicht. Die verkleinern eher. Nicht? Ja. Übrigens, aus den beiden hier kann man sich ein fabelhaftes Fernglas bauen. Und zwar in Rekordzeit. Ihr werdet sehen. Es ist ganz einfach. Ein Lineal und Knete und ein weitsichtiges und ein kurzsichtiges Brillenglas. Konvex, konkav. Und jetzt geht's los. Vorne kommt das weitsichtige Brillenglas hin, die Lupe. Und wo ist jetzt der Brennpunkt? Ah, da, ja. Hier klebe ich jetzt die andere Linse hin, die kurzsichtige. Und, bitte. Ein Fernrohr. Ich weiß, es sieht nicht danach aus, aber es funktioniert. Ja, noch ein bisschen just hier. Ja, das ist besser. Peter! Ich bin hier. Ach, Peterchen, schön, dass du da bist. Peter, ja. Das ist für dich. Was, das Lexikon? Ja, na nur der erste Band, aber die anderen kommen auch noch, ja? Weißt du, Peter, ich habe mich mit dem Verlag geeinigt, ja? Ich bekomme das Werbegeschenk. Da siehst du. Ja, weil ich dich geworben habe. Du bist jetzt der Käufer. Ja,
Heißt das, dass ich jetzt... Nein, nein, keine Sorge. Ich bezahle natürlich das Lexikon. Aber weißt du, du hast recht. Was soll ich mit einem 24-bändigen Lexikon? Hm. Nicht? Das ist doch mehr was für, naja, für einen Wissenschaftler. Ja, so wie mich. Genau. Ja. Oh, Peter, pass mal auf, was ich vorhin erworben habe. Guck doch mal. Ist die nicht süß? Ja, ganz entzückend. Ja. Also mach's gut, Peterchen. Ich hab's eilig, ich muss weiter. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, naja. Ja. Enzyklopädie. A. A wie Auge. Ne? Schauen wir doch mal. Ja. Tieraugen. Aha. Na, da gibt's ja viele verschiedene. Ein Frosch. Schöne Augen hat er. Und ganz besondere übrigens. Denn er sieht nur das, was sich bewegt. Zum Beispiel die Heuschrecke hier. Er sieht keine Wasserpflanzen, keinen Teich. Das ist auch nicht nötig. Ich würde ihn nur ablenken. Na? Ja, halt hier. Guten Appetit. Oder nehmen wir mal den Pelikan. Seine Nahrung lebt ja unter Wasser, nur ich sehe nichts. Die Sonne blendet so. Nicht den Pelikan. Der sieht die Fische. Hat einen eingebauten Polarisationsfilter. Naja, wenn man die Beute so klar vor Augen hat, dann nichts wie ran. Naja, also ich hätte nur Wasser gesehen. Ein Krebs. Moment, gleich sehen wir es. Der hat ja die berühmten Stielaugen. Ja, sehr praktisch. Nur wenn der seine Verwandten anguckt, die Garnelen, dann sieht er nicht das, nein. Denn er hat ja nicht unsere Augen, sondern Facetten, lauter kleine Seeröhrchen sozusagen. Die sehen zwar gleichzeitig nach vorn und hinten, aber die Garnele sieht der Krebs höchstwahrscheinlich so, unscharf, computermäßig. Dabei sieht sie doch so aus. Ja. Na, man kann nicht alles haben. Schmetterlinge. Spiel mit denen nie, ich sehe was, was du nicht siehst. Denn sie sehen Farben, die wir nie sehen werden. Zum Beispiel ultraviolette Muster auf den Flügeln. Ja, so können sie sich erkennen bei der Brautschau. Aber da müssten wir passen. Na und dann das Chamäleon. Kann seine Augen unabhängig voneinander drehen. Ja, wo ist denn nur die Beute? Das rechte Auge nach hinten, das linke nach vorn. Ja, wo ist denn nun der Falter? Hm? Ja. Da, ja gut, beide Augen nach vorn, man will es ja irgendwie plastisch sehen. Und dazu braucht man nun mal beide Augen. Ja, da sitzt er. Da saß er. Naja, gute Sicht lohnt sich. Und da kommt Falkenauge. Und was sieht er? Eine Wiese aus 300 Meter Höhe. Na, ich sehe da nichts. Aber der Falke, da, eine Maus. Naja, Kunststück, der hat ein eingebautes Fernrohr. Ja, das waren ja eine ganze Menge Augen, die anscheinend besser sind als unsere. Aber dem ist nicht so. Das menschliche Auge ist was ganz Besonderes. Es ist vielseitiger. Ja, wir können zwar nicht so scharf gucken wie ein Falke, aber wir haben die bessere Übersicht. Ja, wir haben ein größeres Gesichtsfeld. Hier. In diesem riesigen Winkel kann ich alles ganz scharf sehen, ohne den Kopf drehen zu müssen. Irre. Weitwinkel. Oder stellt euch mal vor, ich wäre ein Huhn und hätte die Augen an der Seite des Kopfes. So, jetzt müsste ich ja dauernd den Kopf drehen, wenn ich mal nach vorne sehen will. Ist nicht das Wahre. Nee, unsere Augen sehen beide nach vorne und das hat einen Grund. Nämlich auf diese Art und Weise können wir sozusagen Stereo sehen, räumlich. Ich bastel jetzt mal ein Testgerät für räumliches Sehen. So. Ja, wenn ich mir ein Auge zuhalte, habe ich beispielsweise große Schwierigkeiten, dieses Stuhlbein da zu treffen. Ja, war nichts. Mit beiden Augen? Kein Problem. Eigentlich ganz logisch. Denn das eine Auge sieht das Stuhlbein so. Ja, das andere Auge aus einem etwas anderen Winkel sieht das Bein aber so. Wenn ich jetzt mit beiden Augen gucke, dann macht das Gehirn aus diesen beiden Bildern eines, ja, ein räumliches. Und noch was, ich kann mit den Augen rollen, was zum Beispiel eine Fliege nicht kann. Nicht?
Ich kann blitzschnell Dinge rechts und links fixieren. Ohne den Kopf zu bewegen. Bei Nacht kommt uns alles ziemlich grau vor. Da können Katzen und Eulen besser sehen. Dafür können wir am Tage Millionen Farben sehen, was die meisten Tiere gar nicht können. Schaut euch mal um. Und noch was. Ich kann automatisch scharf stellen. Von vorne nach hinten. Und wieder zurück. Im Bruchteil einer Sekunde. Autofokus vom Feinsten. Jetzt kommt ein Experiment, das meinen Augen die volle Leistungsfähigkeit abverlangt. Das hier ist meine Apfelwurfmaschine. Sowas braucht man ja immer, ne? Also erstmal spannen. Der Apfel obendrauf. Und hier ein Zeitzünder. Eine Wunderkerze. So, nochmal. Gut, wa? Ohne meine Augen wäre das nicht gegangen. Die hatten nämlich eine Menge dabei zu tun. Zuerst haben die Augen den Apfel fixiert und genau die Entfernung abgemessen. Na, und dann flog er, aber die Augen haben ihn immer scharf gestellt. Obwohl er sich doch bewegte, nicht? Und seine Entfernung dauernd veränderte. Na, und dann beim Fangen haben die Augen meine Hand gesteuert. Keinen Zentimeter habe ich daneben gegriffen. Tja, meine Augen. Aber ich muss fairerweise sagen, auch mein Gehirn. Das ist nämlich daran genauso stark beteiligt. Was wären denn meine Augen ohne die Weiterverarbeitung hier oben? Gerade das Laufen. Seid ihr schon mal gerannt mit einer Videokamera in der Hand? Die Bilder, die dann dabei rauskommen, die sehen doch ungefähr so aus. Tja, eigentlich sehen unsere Augen die Wirklichkeit genauso, wenn wir rennen. Aber es wirkt nicht so. Das macht das Gehirn. Das schaltet sich dazu und macht die Bewegung angenehm und glatt. Da ist noch was. Das Auge sieht ja die Welt auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt. Ja, genau so ist der ja. Aber die Babys gleich nach der Geburt sehen die Sache genauso. Ja, für eine ganze Weile. Erst später schaltet sich das Gehirn ein und dreht die ganze Sache wieder richtig rum. Ja, so. Aber trotzdem, das Gehirn macht manchmal Fehler, lässt sich täuschen. Diese Maske zum Beispiel dreht sich. Ja, linksrum. Nee, Moment, eben hat sie sich doch noch andersrum, das Sofas, reingelegt. Sie dreht sich immer nur in einer Richtung. Oft ist es nur eine Sache des Standpunkts. Ein Gärtner gießt Blumen. Nichts Besonderes. Wieder reingelegt. Noch was. Welche Linie ist länger? Die obere oder die untere? Ich würde sagen, die obere. Beide gleich lang. Zwei gerade Linien. Aber wenn man das dazu setzt, werden sie plötzlich krumm. Ist ja ein Ding. Guckt jetzt mal in die Mitte der Spirale. Immer nur in die Mitte, nicht woanders hin. Ja, ja, ja. Und jetzt öffnet sich die Blüte. Die öffnet sich überhaupt nicht. Das war ein Foto. Und wieder mal eine Täuschung. Jetzt immer auf den orangenen Punkt sehen. Ja, konzentrieren, konzentrieren. Und dann erscheint plötzlich ein blauer oder ein blaugrüner Punkt auf dem leeren Blatt Papier. Na, und das hier kennt ihr ja. Man denkt, es hätte geregnet. Dabei spiegelt sich nur der Himmel in der heißen Luftschicht über dem Asphalt. Wieder mal reingefallen. Oh, wieder unser Gärtner. Scheint ein Problem zu haben. Ich fürchte, da ist wieder ein Trick dabei.
Besonderes, du. Spiegelei auf Brot, dazu Sahne, Meerrettich und Gürkchen und Radicchio-Salat und Champignons. Schön. Ja. Willst du mitessen? Ach, wenn du mich so fragst, gern. Ach, Peter. Mhm. Peter, schau mal. So. Was ist das denn? Schau mal nach. Oh. Ein Fernglas? Ja. Für mich? Na, für wen denn sonst? Weißt du, der Verlag hat mir mitgeteilt, dass die Damenfunkuhr zurzeit vergriffen ist. Oh. Na ja, und da habe ich gedacht... Ja, was denn? Du hast mir doch schon das Lexikon gegeben. Jetzt auch noch das Werbegeschenk? Ja. Oh, das kann ich doch nicht annehmen. Ja, ich würde sagen, dafür bekochst du mich jetzt. Ja, natürlich, gerne. Nimm schon mal mit nach oben. Nach oben? Ja, auf die Terrasse. Bitte. Oh, sie ist weg. Ja, der ist weg. Meine Brille, ich habe sie hier hingelegt. Meine hatte ich auch da hingelegt, da war sie auch weg. Oh. Sag mal, der Tisch, das muss... Hallo, da oben ist der Dieb. Herr Lustig, schauen Sie schnell. Da oben, da haben wir den Dieb auf frischer Tat ertappt. Moment. Ach nee, eine Elster. Eine diebische Elster. Zeig doch mal, Peter. Du, Peter, die hat meine Brille im Schnabel. Ich bin ja schon seit Tagen auf der Spur. Sehen Sie, Herr Lustig, da oben, da ist das Nest. Na also. Da blinkt noch was im Nest, Herr Nachbar. Die hat noch mehr da drin. Das müssen meine Brillen sein. Also jetzt wird erstmal gegessen. Essen? Gute Idee. Spiegeleier. Mhm. Komisch. Bei Spiegeleiern habe ich immer das Gefühl, es seien Augen. Und die schauen mich vorwurfsvoll an. Sehen doch aus wie Augen. Ja, also das sehe ich nicht so. Nee, ich auch nicht. Spiegeleier können nicht gucken. Aber ihr... Und ich habe den Eindruck, ihr habt heute schon genug geguckt. In die Glotze nämlich. Ne? Also, abschalten, ja. Oder baut euch doch ein Fernglas. Ne? Aus den Brillengläsern. Nein, nicht von der Oma. Sonst könnt ihr nicht gucken. Ne? Also, tschüss. Guten Appetit, denn.